Hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, in der letzten Folge haben wir den Grundstein für unseren neuen Staat gelegt und ich habe den alten Stadtmarker, der hier oben entstanden ist, weil ich da das Konstruktionsbüro gebaut habe, gelöscht und hier einen neuen angelegt. Das ist jetzt Wolfshausen, schön mittig platziert. Und jetzt geht es natürlich darum, wieder Energiegewinnung die Produktion von Strom sicherzustellen, und wir werden das auch wieder über Kohle machen und wir werden das hier oben in den Bergen machen, ganz ähnlich zu unserem ersten Versuch, nur dass wir diesmal natürlich auch wieder Strom exportieren, aber dann an unsere neuen Partner im Westen und nicht an den Ostblock. Okay, ja, hier oben irgendwo sind die Kohlevorkommen, Sekunde. Kohlemine, so genau, ja, hier ist ein größeres Vorkommen. Und ich zoome mal ein bisschen rein, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Und je nachdem, wo man jetzt baut, man muss halt gucken, dass in dem Kreis, den diese Punkte bilden, ja, also rund um die Mine ist ja so ein Kreis und man möchte möglichst viele von den nicht roten Punkten im Einzugsbereich haben. Und da ergibt sich dann eigentlich nur eine sinnvolle Position und das ist ja hier so in dieser Ecke ungefähr. Vielleicht bisschen weiter nach oben, so, weil hier ist im unteren Bereich noch recht viel rot. Da kann man vielleicht oben noch die orangenen Punkte mitnehmen. Ich denke, so ist das Ganze in Ordnung. Und ich drehe jetzt das Kraftwerk einmal mit der Taste T, spiegel ich das. Hier, ihr seht, was passiert mit dem Straßenanschluss. Der wird dann halt verdreht. Und dann stelle ich das mal hier so hin. Ich würde sagen, es ist wirklich immer schwer zu sagen. Ich stelle es so hin. So. So, natürlich Baggerarbeiten für machen. Die kosten natürlich auch nochmal ein bisschen Geld. Habe ich gar keinen Ton? Ich höre gar nichts. Oh, warte mal, Leute. Ich muss mal kurz pausieren. Ich glaube, ich habe den Ton vergessen. So. Alles gut. Lag an mir. Man sollte dann auch dafür sorgen, dass der Kopfhörer richtig eingestellt ist. So, okay, also das Kraftwerk haben wir und die Kohlemine haben wir, die steht hier und jetzt geht es natürlich weiter in die Verarbeitung. Und wir haben ja hier schon relativ schönen Platz, sage ich mal. Vorher war es ja recht bergig und schwierig zu bauen. Das geht jetzt hier alles ein bisschen besser. Ich möchte allerdings zunächst die Straße bauen, um sicher zu gehen, dass wir hier irgendwie an unseren Straßenanschluss kommen. Ich denke aber, dass wir uns hier irgendwie durchmogeln können. Bauen wir also mal eine Kiesstraße von der Mine weg. So, ich gehe mal hier in die Krümmung rein, da hoch. So. Dann hier, oh ja. Ja, das geht aber. Vielleicht so. Guckt mal. So, und jetzt irgendwie hier durchmogeln. Oh, ich hoffe, dass das geht. Ich mache mal die Höhlenlinien an. Wenn ich das sehe, da kriege ich aber Beklemmung. Ich hoffe, dass wir da durchkommen. Wo ist mein Anschluss? So. Ja, bis hier sieht ja noch gut aus. Aber jetzt. Oh mein Gott. Oh, wow. Das klappt ja wie die Faust aufs Auge. Ich werde hier weitergehen und das anpassen. Weil wir müssen ja hier auch noch ein Stück runterkommen. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ja, ist schon nicht schlecht. Ich möchte aber... Ja, soll ich mich jetzt hier nochmal am Gitter ausrichten? Irgendwie schon, oder? Wenn man schon mal damit angefangen hat. Dann will man es ja auch richtig haben. So. Will heißen. Ja, okay. Das kriegen wir hier nicht ganz sauber hin. Da müssen wir das einmal ein bisschen wegnehmen. Aber dann klappt es doch wie die Faust aufs Auge. Also wenn das mal nicht toll ist, das lassen wir jetzt erstmal fertig werden. Hoppla. So, wunderschön. Wir haben unsere Stadt irgendwie
mit der Kohlemine verbunden, die hier hinten steht. Die wird noch gebaut gerade. Da müssen wir jetzt aber nicht drauf warten. Ich pausiere wieder und wir bauen weiter. Also wie gesagt, aus der Kohlemine raus kommt das Kohleerz, das in Kohle verarbeitet werden muss in der Verarbeitungsanlage für Kohle. Die stellen wir jetzt irgendwie hier dran. Und ja, wir müssen natürlich auch mit der Straße wieder da dran. Und ich glaube, müssen wir da noch raus wieder. Die Fußanschlüsse, also die Anschlüsse hier für Fußgänger, die möchte ich auch erhalten auf der rechten Seite, da den kleinen. Da könnten wir vielleicht... Ich drehe es ein kleines bisschen. Eigentlich möchte ich es ja so. Ich baue es mal hin. Ich bin so froh, dass wir hier... Jetzt habe ich Geld ausgegeben, dummerweise. Ich bin so froh, dass wir hier einigermaßen gut bauen können. Jetzt müssen wir überlegen. Wir müssen hier ja durch... Und da oben sind die Anschlüsse hier für den Export der Kohle, also für die Förderleitung. Das heißt, ich baue jetzt erst die Straße und ich hoffe, dass ich dann irgendwie mit den Förderleitungen da noch drunter herkomme. Ich mache mal ein bisschen Platz so. Und dann schließen wir einfach da an. Gut. Hoffe ich zumindest, dass das gut ist. Auch das lassen wir eben bauen. Okay. Die Anlage dauert länger, da warten wir nicht drauf. Vorteil ist jetzt folgender. Wir haben diese beiden Betriebe über die Straße direkt angebunden. Wenn ich hier jetzt eine Bushaltestelle reinbaue und dann die Fußwege irgendwie verbinde, dann habe ich hier diese beiden Bezirke oder diese beiden Betriebe wieder über eine Bushaltestelle angeschlossen. Das möchte ich nämlich gerne auch weiter so erhalten. Und jetzt müssten wir das Kraftwerk noch hinstellen. Aber diesmal machen wir es mit der Lagerung etwas anders. Denn ich würde gerne sicherstellen, dass die Kohle, also die raffinierte Kohle, die umgewandelte Kohle, dass die zuerst in ein Lager die Waren schiebt. So. Lager befinden sich hier. Storage. Und ich nehme direkt den großen. Der kostet zwar ja, 12.000 Rubel mehr, aber das ist jetzt egal. Wir bauen den großen, das große Lager hier. Und das stellen wir ja. Wir müssen ja hier aus diesen Anschlüssen raus. Und dann gehen wir hier einfach ums Eck. Hier ist ein guter Baubereich. Stellen wir es hier so hin. So. Die Straße machen wir auf die andere Seite. Dann können wir noch ein bisschen näher da oben ran. Das ist jetzt schwer zu schätzen. Warum mache ich das? Wir haben hier die Outputs. Wir können einmal hier zum Beispiel zu einem Bahnhof rüber und hier zum Kraftwerk. Ich denke, das Kraftwerk werden wir hier hinstellen. Oder vielleicht hier aufs flache Land oder mit einer Transportleitung rüber. Ja, mal schauen. Jetzt bauen wir erstmal den Turm. Ich will wissen, ob das anschließbar ist. Fördermaschine Transfer. So, und wir müssen jetzt so bauen. Da ist der Input. Und oh ja, das geht. Und es geht sogar über die Straße weg. Das ist das Wichtigste halt. Dass das funktioniert. Toll. Das macht mich glücklich.
Wenn wir es so bauen, müssen wir nicht mal... Warte mal, jetzt ist der Straßenanschluss aber auf der falschen Seite. Lieber so. Wenn wir es so bauen, müssen wir es nicht mal das Gelände anpassen jetzt. Rums. Fertig. So, und Straßenanschluss muss auch sein. Und ich weiß inzwischen auch, wofür die da sind, die Straßenanschlüsse. Für den Fall, dass es brennt. So, wenn das Ding in Flammen steht, muss die Feuerwehr da hinfahren können, sonst wird das nicht gelöscht. Wir lassen das auch eben zumindest so mal fertig bauen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, oder? Jetzt regnet es leider gerade. Ihr könnt hoffentlich trotzdem erkennen, was hier passiert. Es geht weiter von dem Lager in das Kraftwerk zunächst einmal. Das bauen wir jetzt. Energie, Kohlekraftwerk, da ist es. So, und das stellen wir jetzt hier hin. Ja, oder wir machen hier auch nochmal so einen 90-Grad-Winkel und ich gucke mal, ob ich es hier irgendwo hinkriege. Oh, das sieht schlecht aus. Oh. Was nun? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir uns zunutze, dass wir die Geländebearbeitung, die wir über dieses Menü machen, kostenlos bekommen. Und wir werden jetzt hier aus der Mitte, und zwar von hier aus, kleine Anpassung vornehmen. Das müsste doch schon reichen. Und dann senken wir es hier sogar noch ein bisschen ab. Nein, ich habe es mit Rubeln gemacht. Scheibenkleister. Ah. Was, freier Bagger im Depot? Ach so. Ach, das geht mit den... Ah, okay. Also das hier geht mit den... was ist das denn? Mit den Baggern? Und für das andere, für dieses hier, brauchen wir... Ja, Bagger. Wir haben doch Bagger, verstehe ich nicht. Ja? Bin ich denn jetzt total verrückt? Ah, nee, wir haben ja... Genau, wir haben keine Bagger. Wir haben... wie heißen die Dinger hier nochmal? Meine Güte. Gibt's doch gar nicht... Interessant, dass die hier so... So. Ja, Planierraupen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also, wir haben die. So. Und jetzt habe ich hier aber leider die Geländeanpassung teuer bezahlt. Das ärgert mich schon. Gut, das darf uns halt nur nicht nochmal passieren. Jetzt muss ich aber wieder auf Rubel stellen. Jetzt passt das Kraftwerk aber hier hin. Und ich mache jetzt mit Steuerung. Wir machen nämlich eine Eckverbindung wieder. Wo ist die Straße? Da hinten. Die hätte ich, glaube ich, gerne auf dieser Seite. Und dann stellen wir es hier. Es ist nicht gerade genug, dass es irgendwo grün ist. Jetzt aber. So, das ist jetzt halt nochmal richtig teuer. Aber wir exportieren ja auch wieder Strom und das geht dann schon. So. Da gehen wir ran. An den letzten Anschluss. Und dann ziehen wir die Straße hier hoch. Auweia. So, guck mal, wie schön das ist. Wunderbar. Wunderbar. Das ist so hübsch.
Ich glaube es kaum. Okay, letzter Schritt. Wie kriegen wir unsere Arbeiter hier hin? Natürlich mit Bussen. Eine Bushaltestelle haben wir schon gebaut, hier unten. Und jetzt bauen wir da oben noch eine. Das sind eigentlich viel zu viele. Ne? Also wir haben hier 4 Bushaltestellen. Vielleicht hätten wir doch so eine Durchfahrhaltestelle bauen sollen. Aber gut, jetzt ist es halt so. Und wir nehmen wieder eine Mod-Haltestelle. Und diesmal nehmen wir Station da. Ich glaube, welche wollte ich denn? Diese hier. Die Busstation S für Small Version 2. Ja, die passt doch hier noch rein, oder? Ja, das sieht gut aus. So. Wir zoomen ran. So, und diese Anlage braucht ja auch Arbeiter. Da muss ich auch noch eine Straße bauen. Ich baue mal eben die Straße zuerst. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Ich hoffe, dass das jetzt hier noch geht. Am liebsten würde ich da oben so dran, ne? Wir können ja mal von hier anfangen. So. Und so. Sehr kurvig gebaut hier oben alles, aber das ist, denke ich, in Ordnung. So, und jetzt machen wir die Bushaltestelle. Also wir brauchen 2. Wir brauchen eine Bushaltestelle beim Kraftwerk und eine Bushaltestelle hierhin, die diese 3 versorgt. Weil hier arbeiten nur 15 Leute, glaube ich. Nee, im Lager arbeitet ja gar keiner. Boing. Das ist ja ein Lager, da arbeitet gar keiner. Ja, egal, das muss trotzdem an der Straße angeschlossen sein. Okay, aber nee, dann bauen wir die dann bauen wir 2 Bushaltestellen. Eine hier. Und jetzt nehmen wir die Mod-Haltestellen. Und ich nehme nochmal die hier. Ich mache mal einen Stern da dran. So, dann haben wir die hier unten auch. Gleich mal testen, ob das auch wirklich so ist. For Citizens, da ist sie, wunderbar. So, und die knallen wir jetzt hier rein. Und wir bauen die Fußwege. Einmal hierhin. Nein! Warum nicht? Wegen des Förderbands. Okay, das können wir beheben. Bauen wir erst den Fußweg. Geht nicht, zu großer Anstieg. Ich hab schon wieder Rubel. Ey, ich werd verrückt hier noch. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Auch nicht normal. Das sieht nicht aus. So, wir haben den Fußweg. Der ist ein bisschen hügelig, aber meine Güte.
Das geht auch noch dran. Hervorragend. Dann ist das auf jeden Fall schon mal fertig. Hier wären halt auch Fußwege gewesen, ja, aber das kannst du ja nicht bauen. So, jetzt hoffe ich, dass wir die Leitung noch dran kriegen. Und das geht auch. So, okay. Und ja, noch eine Bushaltestelle für das Kraftwerk. Da ist das Spiel jetzt zickig, oder was? Das ist ein bisschen weit weg, finde ich. Jetzt sind die Förderleitungen tatsächlich im Weg. Aber mein Gefühl sagt mir, dass das so rum jetzt funktioniert. Ja. Und ich fürchte, dass ich diese Leitung so, ja, die ist weiß, das heißt, die wird von uns selbst gebaut. Das können wir natürlich noch nicht. So, okay. Kurz mal gucken, ob alles gebaut wird. Ja, sieht gut aus. Ja. Wunderbar. Ich bin ja ehrlich gesagt begeistert, ne? Dass das jetzt so funktioniert, das ist ja toll. Wir können uns noch um den Stromtransport kümmern in dieser Folge, dann finde ich, haben wir erstmal alles geschafft. Wir wollen ja einmal hier an den Grenzposten bei Kamenari und wir könnten dann auch noch nach Prostelova, wobei es regnet gerade so wüst, aber hier ist halt ein Fluss. Die nehmen gar keinen Strom, sehe ich gerade. Oh, oh. Die schon. Wie unangenehm ist das denn bitte? Wir könnten aber hier noch Strom hinbringen. Nach Zvenimann. Also, dann nach Prostelova erstmal. Die Leitung von da nach da ist ja kein Problem. Und wir wissen ja, dass wir für den Transport von Strom möglichst das Dickste direkt bauen sollten. Das mache ich jetzt auch. So, dann Ja. Dass die keinen Strom nehmen, ist jetzt echt blöd, oder? Habe ich da einfach nur was nicht gesehen wegen des Regens jetzt? Nee, die haben keinen Strom hier. Ist denn da hinten noch einer? Ach ja, in 100.000 Kilometer Entfernung wäre noch was. Ich lasse das Wetter mal laufen, weil sonst kann man hier nichts sehen. Alles klar, das hätten wir angeschlossen. Und jetzt unsere Stadt natürlich noch. Und dann nehmen wir den anderen großen Anschluss. Ja, ich baue erst die Transformatorstation.
Conversion Leistungstransformator. So, da unten ist die Stadt. Den Transformator stellen wir jetzt hier hin. Mal gucken. Dann lieber von der Seite anfangen. Dann ist das auch an Straßennetz angeschlossen. Machen wir diesmal alles richtig irgendwie, ne? So. Und dann 18 Megawatt hier rüber. Und dann bauen wir den ersten Transformator hier rein. Nicht Transformator, das Umspannwerk. Und wir arbeiten hier unten mit den 1,5er Leitungen. Schön, dass man nichts sehen kann. Okay, so, jetzt müsste es verbunden sein. Ja, das sieht gut aus. Ja, schwer zu erkennen, ne? Aber es ist verbunden. Das heißt, die Stadt kriegt auf jeden Fall Strom, sobald er dann Kohle angeliefert wird. Wir müssen die erste Kohle wieder einkaufen. Aber wir haben einen ganz wichtigen Schritt heute erledigt, nämlich den Bau der Strominfrastruktur. Und haben alles sauber mit Straßen verbunden, sogar die Nebengebäude hier wie diese Fördertürme oder das Umspannwerk. Von daher bin ich ganz zufrieden, wie das jetzt gelaufen ist. Und dass das mit den Bushaltestellen hier so gut reingepasst hat, ist im Grunde dann auch noch ein Glücksfall für uns. Der Transport ist gut, wir können hier mit weiteren Förderbändern noch abnehmen und dann verladen und sonst wohin transportieren, wenn nötig. Und ja, alles in allem bin ich ganz zufrieden. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.